Hallo und herzlich willkommen zurück bei uns. Ich bin Sunny und heute gibt's das Star Stable Update vom 7. August 2019. Und ganz viele von euch sind auch schon beim Purple Pony, denn es gibt neue Gegenstände beim Purple Pony. Wer ist denn hier schon alles da? Bella und Liv Darth Day. Dann, die anderen beiden Namen kann ich gerade nicht lesen. Die Mira und die, Guadalupe. Oh mein Gott, ich habe deinen Namen wahrscheinlich komplett gebutschert, ihr Süßen. So, wir gehen jetzt mal rein und gucken uns die neuen Outfits an, denn im Purple Pony gibt es neue Outfits. Ich bin mega gespannt und das Purple Pony ist immer noch absolut mein Lieblings-Shoppingplatz. Ich habe mich ins Cantaella-Outfit geschmissen, ihr Süßen, weil beim Cantaella-Outfit gibt es nämlich auch ein Update für die Pferde. Und hier sind wir schon, immer noch mit diesen unglaublich schwierigen Kamera Einstellungen. Welche nimmt ihr denn immer? Ich finde die alle schlecht. Und die erste gute Nachricht ist, wir können das alles mit Schillingen kaufen. Und zwar alles. Das finde ich natürlich mega nice. Wir haben hier, oh Gott, wie heißen denn die auf Deutsch? Gills heißen die auf Englisch. Kiemen? Oh Gott. Leute, der Moment, wenn man nicht mehr weiß, wie die Sachen auf Deutsch heißen. Auf Englisch heißen die auf jeden Fall Gills und die sehen super, super cool aus, sind auch echt nicht teuer, das überrascht mich richtig. Dann können wir jetzt Meerjungfrauen werden, quasi wie in Sims, Leute. Das ist hier wie in Sims, da können wir ja auch Meerjungfrau werden. Das Outfit ist mega cool. Und Leute, alles mit Schillingen kaufbar. Ihr seht es hier, ne? Es hat wieder Chumpy-Wert. Lustig wäre natürlich auch ein Chumpy als Meerjungfrau. Das muss ich mal gucken, inwieweit ich hier das Geld zusammenspannen kann, dass ich das mal machen kann. Man sieht hier mit den neuen Dingen immer, wie schlecht unser Charakter tatsächlich aussieht. Also von der Grafik her, der bräuchte dringend ein Update. Ich weiß, dass Star Stable ist geplant hat, ich weiß aber nur nicht wann. Es ist super cool, ich feiere es mega, es ist was Neues, was anderes. Ich finde es toll, es ist letztendlich ein Cosplay-Outfit, was ich richtig toll finde und richtig klasse finde. Und ich gucke ins Purple Pony, da gibt es neue coole Sachen. Fürs Pferd gibt's auch neue Sachen für alle, die sich denken, hä? Die Sachen habe ich doch schon. Ja, die Sachen hat man geschenkt bekommen vor, ich glaube, ungefähr einem Jahr. Ich find's aber richtig toll, dass Star Stable die jetzt trotzdem noch in den Shop gebracht hat, da nicht alle sich den Code abgeholt haben. Und jetzt könnt ihr euch die Sachen für relativ wenig Schillinge kaufen. Ich finde, es komplettiert das Cantaella-Outfit perfekt. Ihr seht hier, Smokey hat das komplette Cantaella-Outfit an. Und ihr wisst, ich liebe dieses Outfit. Ich finde es mega nice. Schaut ins Shopping Center, falls ihr nicht wisst, wo das Purple Pony ist. Wie wir da hinkommen. Das ist sehr, sehr einfach, ihr Süßen. Ihr geht einfach ins Jorvik Shopping Center. Dann fahrt ihr hier, seht ihr die Treppe hier, die Rolltreppe, fahrt ihr hoch. Und dann ist das Purple Pony im ersten Stock. Zu unserem neuen Meerjungfrauen-Outfit brauchen wir natürlich auch neue Frisuren und die gibt es auch im Jorvik Shopping Center beim Friseur bei The Shield Maiden. Und die Haare sind mega cool. Ich glaube, das wird sehr, 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 sehr viele freuen. Der Dakota stehen die kurzen Haare immer nicht so gut. Das sind die Haare, die schon drin waren und diese drei sind neu. Ich finde sie mega cool. Sie kosten alle 70 Star Coins, was ich absolut in Ordnung finde. Und da könnt ihr euch zu eurem Outfit die perfekte Frisur aussuchen. Mit der Hilfe von John und Ben habe ich jetzt das Rennen auch gefunden. Also Bella Darth Day und Liv Darth Day, die beiden stehen hier auch gerade neben mir. Nochmal vielen herzlichen Dank, dass ihr mir gezeigt habt, wo das Rennen ist. Falls ihr das Rennen auch sucht, ihr müsst einfach von Südhof nach New Hillcrest reiten. Und da seht ihr dann diese Steine. Und da ist das Rennen und ich hätte gesagt, der Ben, der winkt auch. Hi Ben, servus. Und da sehen wir die Madison, die hat auch eine kleine Quest für uns. Hast du die letzte Ausgabe von Knights of Unistria gelesen? War das nicht super cool, als Azura Vazam abging und wie dann Eclipse so drauf war?
Ja, Madison-Leute, ne? Ich habe es Nightdust vorgelesen. Und auch wenn er es nicht zugibt, hat er es mit der Axt bekommen, als die bösen Harpynien-Soldaten hinter ihnen her war. Ich habe ihm gesagt, er braucht keine Angst zu haben, weil ich ihn beschützen würde, wenn sich ihm jemals eine Harpie nähern würde. Ah, die Madison ist schon sehr süß. Oh, hier ist sie schon updated, Leute. Sie sieht jetzt besser aus, hätte ich gesagt. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube schon, Leute. Ich glaube, sie ist updated. Jedenfalls möchte Nightdust jetzt auch so ein Kristalleinhorn sein. Ich habe ihm gesagt, dass man viel Übung braucht, um zu denen zu gehören. Ich habe ihm gesagt, dass wir mit den Wildpferden trainieren sollten, weil die in Wirklichkeit getarnte Weltraumpferde sind. Okay. Oh, Dakota, du solltest mitmachen. Du bist die schnellste Reiterin, die ich kenne. So schnell wie der Blitz. Machst du mit? Hilfst du uns zu trainieren, damit wir Knights of Unistria werden können? Ja, logisch machen wir das. Wir bekommen sogar eine Rennschleife. Das ist mega cool. Leute, wenn ihr das Rennen machen wollt, dann müsst ihr schnell sein, denn es ist nur eine einzige Woche im Spiel. Ich kann euch nicht sagen, warum, denn für mich macht es absolut keinen Sinn, dass das Rennen nur eine Woche im Spiel ist. Warum nicht auf Südhof noch ein Rennen einfach installieren für immer? Ich verstehe es nicht. Also Leute, ne, eine Woche Zeit, dann ist das Rennen weg. Ihr könnt die Quest aber auch nur machen, wenn ihr mit Madison gemeinsam schon Nightdust kennengelernt habt. Falls ihr diese Questreihe noch nicht gemacht habt, dann würde ich euch empfehlen, dass ihr das jetzt macht. Und wir legen los, Leute. Zum allerersten Mal machen wir das Rennen. Und ich sehe gerade, also... Ach so, doch, Madison rennt mit. Ich dachte, sie rennt irgendwie jetzt nicht mit. Oh mein Gott, das ist voll cool. Ich liebe dieses Rennen. Star Stable, bitte. Das ist cool. Ich hab euch schon oft erzählt, ne, als die Wildpferde zu Südhof kamen, bin ich den ganzen Tag nur und ausschließlich mit den Wildpferden auf Südhof gerannt. Und ein Rennen zu haben, wo wir hier jetzt gemeinsam mit den ganzen Wildpferden laufen können, ist einfach so mega, mega cool. Ich hätte es gerne für immer. Ja, der John, der überholt mich jetzt, weil ich bin Level 7 mit einem gelben Smiley. Oh, da müssen wir rüber. Oh mein Gott, das Rennen ist so cool. Ich liebe es. Ich möchte es gern immer haben. Das ist aber jetzt ist es ein bisschen cheaten, ne? Weil ich kann jetzt einfach der Linie hinterher reiten, die jetzt gerade John reitet. Ich denke, der hat das Rennen schon das ein oder andere Mal gemacht, weil man kann ja hier auch Highscore-Rennen machen. Oh mein Gott, Leute, ich liebe dieses Rennen. Was soll ich sagen? Schreibt mir mal in die Kommentare, wenn ihr das Rennen auch gerne hättet. Und ja, ich weiß nicht, vielleicht sollten wir Star Stable einfach irgendwie... schreiben, dass wir sowas einfach gerne für immer hätten, weil ich finde es einfach so schade, dass jetzt so viele Sachen einfach immer nur eine Woche verfügbar sind. Vor allem eine Woche ist schon, ich hätte fast gesagt, ist ein bisschen frech im August, denn zumindest hier in Bayern sind noch ganz, ganz viele in den Ferien und können das Rennen zum Beispiel dann überhaupt nicht machen, weil sie einfach im Urlaub sind. Sowas, finde ich, gehört sich nicht. Das sollte jetzt mindestens 5 Wochen drin sein, dass wirklich jeder das Rennen machen kann, wenn er im Urlaub ist. Sehr, sehr schade. Ich feiere das Rennen. Es ist mega cool. Es hat super, super, super viel Spaß gemacht. Als letztes hat natürlich Star Stable noch einen Teaser rausgebracht. Und dieses Mal, Leute, wissen wir, dass nächste Woche die Andalusier kommen. Ich freue mich schon so. Ich bin schon so gespannt auf den... dieser Trailer von Star Stable, wenn einer kommt, denn sie haben die Andalusier ja schon gespoilert. Ich blende euch hoffentlich hier jetzt irgendwo noch die Bilder von den Andalusiern ein und dann war es das mit dieser Update-News. Falls euch das Video gefallen hat, würden wir uns natürlich über ein kostenloses Abo von euch freuen, über einen Like oder einen Kommentar und dann hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Danke fürs Zuschauen. Servus!